Heute wird nur ein Rahmen angeboten, weil ich nämlich faul bin und ja, kein Rad gefunden habe, was ich euch günstig auf die Ohren drücken kann. Wird heute erstmal nur der Rahmen versteigert. Den kann ich auch versenden. Ich denke mal, es kostet 10 Euro, sage ich jetzt mal pauschal. Was kostet das, so einen Rahmen zu versenden? 12,99 Euro. 12,99 Euro, ne? Ich denke, mit 10 Euro. 10 Euro Versandkosten schicke ich ihn zu euch. Es ist ein Giant Ecstasy 3 Off-Road Series. Es ist ein sehr stabiler Rahmen auf alle Fälle und der war mal komplett mit XT ausgestattet. Das weiß ich, weil der Typ, der das mal gekauft hatte, der hat mir denn den Rahmen verkauft, weil, naja, der Rest wurde ihm geklaut, der dran war. Tatsächlich, da war kaum noch was dran an dem Teil. Also im Grunde genommen war fast so wie jetzt hier, außer der Steuersatz, da war noch irgend so ein Steuersatzteil drin, davon ein bisschen was und das war's. Und den Rest haben sie ihn echt abgeschraubt, abgebaut. Ja, heute gibt's zu sagen, ich wollte ihn wieder aufbauen und ich werde ihn auch wieder aufbauen, wenn er nicht weggeht. Aber ich denke mal, der geht weg, Giant Ecstasy 3. Größe L, L Alux. Ist das schon wunderbar. Von de Fer. Es ist natürlich kein geklauter Rahmen, nein, da braucht ihr keine Angst zu haben. Hab's vom ersten Besitzer, habe ich den. Und ja. Der Zustand ist eigentlich ganz okay, wa? Ja. Also ich finde den, hier hat er vom Zug, hat er hier ein bisschen Abschürfung. Ja. Mit hier. Was hast du für Preisvorstellung? Leicht verdreckt ist er. Preisvorstellung habe ich noch, ja, keine. Ich wollte ihn ja nicht verkaufen, der hing ja jetzt nur darum. Ich habe mir gedacht, ich greife jetzt irgendwas. Eigentlich wollte ich ihn ja nicht verkaufen, weil das ist ja ein stabiler Rahmen. Ja, ja, der ist gut, ja. Das ist ein sehr guter Rahmen. Also mit Doppelgefahr. Der ist wirklich schön, also der gefällt mir. Sattelstütze ist dabei. Das ist eine Federte oder eben zum Ausziehen und Einbauen oder was? Ich weiß es ja nicht, warum sieht die so komisch aus? Das wird die Hülse sein, wa? Oder nee. Mach mal auf. Doch, das ist eine Hülse nur. Nee. Doch, das ist eine Hülse. Aber ja. Tatsächlich. An. Dich ist ja kurios. Warum geht denn das nicht weiter rein? Schau hier. Oder? Ach so, ja, fängt da unten, wa? Kann ja sein. Oh! Was ist denn naja. Stütze. Team Selkov. Selkov. Team Selkov? Team Selkov? Rennteam? Downhill-Team? Also er meinte zu mir, das war ein sehr guter Draht und ein sehr teurer Draht. Naja. Ich habe naja nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt, was die mal gekostet haben oder was die neuen Modelle kosten. Aber das hat heutzutage alles nichts zu sagen, wenn er das sagt. Das ist ein guter Kunde von mir, dann glaube ich ihm das. Ganz einfach. Rahmengröße L. Rahmengröße L. Schweißnähte. Na, ich mag ja sowas. Dicke, fette Schweißnähte auf alle Fälle. Sattelstütze geht weit raus, auch auf jeden Fall. Und du hast viel Platz hier hinten für den Reifen auf alle Fälle. Jetzt sieht so richtig geil aus eigentlich mit diesem. Das sind aber Steuersätze, das ist ein Fünftel, war oder was? Ja. Semi-integriert? Ist ein integrierter Steuersatz? Das ist ja ein Typ groß, halt. Also integriert? So, mehr als ein Achtel. Ein Achtel. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Natürlich ist es mehr als ein Achtel. Aber ist für die integrierten Steuersätze halt. Ja, überlege gerade, war so. Da ist es. Ja. Naja. Ah, ist schön also, hier. Jetzt so habe ich noch nie gehabt. Schön. So, ja, auf jeden Fall. Da verarbeitet richtig schön. Das ist eine gute Arbeit. Das ist ein gutes Stück. Tretlager ist noch drin. So, wie war. Naja, kratzt ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wenn ich den Rahmen natürlich komplett neu aufbaue, dann würde ich den natürlich auch komplett neu aufbauen. Also auch den Tretlager rausschrauben. Hier ist halt noch drin, weil das ist den Dieben auch zu viel, so was rauszuschrauben. Das lassen wir natürlich drin. Dann ist hier offiziell Co-Sponsor T-Mobile Team T-Mobile. Und kommt aus dem Rennsport, wa? Das war mal, meinst du, das ist ein Teamrahmen? Ja. Team Selkov? So Team Telekom? Keine Ahnung, vielleicht ist das was richtig Seltenes. Ich habe ja keine Ahnung. Hier steht auch nochmal offiziell Co-Sponsor. Eine offiziell, ja. Nein, wie Joint Bicycles, okay. Joint Venture? Nö. Was? Warnung. C-Tube in einem Diameter. Ja.
Da steht sogar das Maß drauf von dem, ja. Teig auch noch nie gesehen, dass hier drauf steht, wie breit die Sattelstütze sein muss. Selten war, aber. Ja, das ist sowas. Cool. Na, und auch die Adapterhülse ist ja enorm. Also so habe ich das ja auch noch nie gesehen. Ja. So eine lange Adapterhülse, die richtig Aufnahme macht für wirklich schwere Leute, nicht nur einfach so einen ollen Alu-Plopster. Ja, schön. Also wie gesagt, eigentlich würde ich es ja nicht verkaufen, aber ich klopp das jetzt einfach mal bei eBay rein. Ja. Preislich weiß ich gar nicht. Was setzt du mal nur was an? 150. 150, ja. 150. Ja, warum nicht? Ich meine. Ja, entweder geht er weg oder geht nicht weg. Fällt weg oder geht nicht weg. Aber 150 ist schon okay halt. Also wenn man den damals neu gekauft hätte, dann hätte er bestimmt 600 Euro gekostet. Also nur der Rahmen. Das ist natürlich die Frage, ne? Also muss man sich jetzt keine Illusion machen hier, dass man hier einen Neurahmen kriegt. Also ich gucke gerade, ob hier arge Beschädigungen oder so dran sind oder so, aber das siehst du hier irgendwo eine Beule? Die Hand auf? Nö, er ist heil. Geht mir zu, ja. Er lebt, ja? Ja. Düfte, das Düfte ist im Top-Zustand, das Düfte. Töfte. Töfte. Topfzustand. Ja. Ja. Scheinbremsaufnahme, hielt das vielleicht noch zu sagen? Ach genau, das ist ja hat so ein alter Rahmen auf jeden Fall. Ja. Also ein alter Rahmen, so. Aber der ist wahrscheinlich nicht. Naja, ist, für mich ist er schon also, neu. Ja, ja, aber der ist wahrscheinlich nicht 2002 oder so. Was war da 2000 oder so? Also kann das nicht, na doch, 2001 vielleicht. Kann ich nicht einschätzen. Steht das irgendwo drauf? Leider. Auf der Sattelstütze? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Irgendwo wird Datum geprägt oder sowas. Wo ist denn die Rahmennummer? Rausgefeilt? Rausgeschliffen? London, guck mal. Ja, der kommt doch aus London. Rahmennummer ist die hier unten. Also hat er auch mitgebracht. Das ist nicht in Deutschland die Kurve natürlich. Müssen wir mal nachgucken, dann wie man das für ein Baujahr ist. So, ja, muss mal kicken. 1960. Oh. 1986? Nee, 71? Nee, 64? 99? 18. 99? So rum? Nee. GG. GG, ja. Gustav Ganz. Ja, wer kennt ihn nicht? Gustav Ganz. Heute kaufen. Einfach. Scheiße, ja. Ich mach mal so. Oh, ist ja so eine geile Beule hier oben drauf, die Sika von hier jetzt erst hier. Diese Akku alle zählt nicht. Also, das gute Giant-Zeichen. Das gute Gigant-Zeichen. Wenn man das jetzt mal verliert hier, dann hat man immer noch dahinter diese Prägung. Das habe ich noch nie gesehen, dass das so eingelassen ist, die Prägung. Das gibt's auch nicht. Nicht. Kommt man hier rein, dann sieht man das. Da ist es. Geprägt, auch von innen. Naja, so ist es. Ich entdecke ja auch immer wieder neu. Das Schaltauge ist dran. Da müsst ihr euch auch nicht drum kümmern. Das Gewinde sieht auch noch gut aus. Und es ist nicht... Wie bitte? Ist das Schaltauge integriert? Nee. Kann man tauschen? Kann man tauschen, ja. Aber es ist dran und es ist nicht verbogen. Und das Gewinde sieht auch noch gut aus. Das gilt das vielleicht noch zu erwähnen, weil ansonsten kann es mitunter teuer werden, bis zu 20, 25 Euro oder so, kostet so ein Schaltauge. Ja, der Dennis gibt mir recht. Ja. Mit einem dreifachen Pups. Ja, würde ich mal sagen, erwartet für heute. Ihr bekommt leider nur einen Rahmen von mir, aber das ist nicht schlimm. Rahmen, Sattelstütze, denn diese Hülsenadapter und die Sattelklemmen. Schelle. Oder Sattelstütz. Klemmschelle. Sattelrohr, Klemmschelle. Sattelschelle. Wie auch immer. Und ein gebrauchtes Tretlager, was ich aber. Naja, das könnt ihr euch überlegen, ob ihr das drin lasst. Spiel hat es noch nicht. Aber meines Erachtens läuft das nicht mehr ganz sauber. Ein bisschen kratzig. Wird man wahrscheinlich noch nicht merken, aber so ist es halt. Ja, dann wünsche ich dem glücklichen Gewinner dieser Auktion viel Spaß damit. Ich wollte dich gerade anrufen. Weil das ist ein wirklich tolles Rad, ein wirklich toller Rahmen, ja, der sich wirklich auch lohnt aufzubauen. Also, sag ich mal, sehen wir uns morgen. Bis dann, alle Tüte, schlaft schön. Später Auktion heute,
Aber so ist es manchmal. Manchmal hat man viel zu tun. Ihr werdet es noch sehen. Ich muss lange Videos jetzt auch schneiden. Die Nacht bestimmt bis 2 Uhr morgens werde ich da sitzen, Videos schneiden. Und deswegen die Auktion jetzt recht spät. Ich habe heute viel gemacht, viel gearbeitet, viel Blödsinn gequatscht natürlich auch. Und bin jetzt fertig. Bis morgen. Ciao.